Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Wie man vielleicht erkennt, bin ich gerade nicht in Kopenhagen, sondern zu Besuch bei Alena und Max in Sønderjylland. Vielleicht kennt ihr die beiden von Vans of Travel. Ich verlinke es euch auf jeden Fall. Die haben sich nämlich ein Haus, dieses Haus hier, in Dänemark gekauft letztes Jahr. Wir sind zeitgleich ausgewandert. Und ja, ich war übers Wochenende hier. Heute ist Sonntag. Und ich habe mir gedacht, ich verbinde die Rückreise mit einem Tag in Sønderborg. Denn da wollte ich schon immer mal hin. Und es ist nicht so weit von hier. Deshalb, ja, mache ich mich gleich auf den Weg zum Zug und fahre dahin und habe gedacht, ich nehme euch ein bisschen mit, weil ich mir vorstellen könnte, dass euch das bestimmt auch interessiert. Also freut euch auf Sønderborg-Eindrücke und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Bevor es gleich zum Bahnhof geht, genieße ich, glaube ich, aber noch ein bisschen hier die Sonne im Garten. So schön, man hört hier echt nur Vogelgezwitscher und den Rasenmäher. So cool, wenn man einen Garten hat und ganz viel anbauen kann mit Gewächshaus und so. Und die Sonne geht morgens immer da auf, habe ich ja eben schon gefilmt, wo wir den Kaffee getrunken haben. Sehr idyllisch. Alena hat mich jetzt gerade am Bahnhof abgesetzt und ich kann gar nicht in Worte fassen, wie sehr ich mich jetzt darauf freue, einen Tag bei diesem schönen Wetter in Süddänemark, also in Sønderborg, zu verbringen. Das ist genau mein Wetter. Nicht zu warm, nicht zu kalt und voll sonnig. Ich bin so ein großer Fan von September, Oktober, habe ich ja schon voll oft gesagt. Es ist auch die perfekte Zeit für einen Städtetrip, finde ich. Und tatsächlich werde ich heute gar nicht alleine unterwegs sein, wahrscheinlich den größten Teil, denn gestern haben wir ein kleines Community-Treffen veranstaltet. Wobei, so klein war es gar nicht. Wir waren 26 Leute, glaube ich. Und da habe ich unter anderem auch Lea kennengelernt und sie ist dieses Jahr im Sommer in die Nähe von Sønderborg gezogen und hat mir angeboten, dass sie mich begleiten kann und mir eine kleine Stadtführung geben kann und mir die schönen Orte zeigen kann. Das habe ich natürlich sehr gerne angenommen. Das heißt, ich werde sie dann heute treffen und wir verbringen ein bisschen den Tag zusammen. Freue ich mich sehr drauf. Ja, meine Damen und Herren, nächste Gang jeg kommer toget så til Sønderborg, så bliver det Sønderborg næste gang, og toget her kører ikke videre. DSB og togets personale håber, de har haft en behagelig rejse og ønsker dem en god dag. Når de nu forlader toget her i Sønderborg, så vil vi lige huske alt deres bagage og personlige ejendele. Ich habe gerade schon von dir erzählt. Also Lea hat mich gerade vom Bahnhof abgeholt. Wir stehen auch tatsächlich gegenüber vom Bahnhof bei der Uni, weil das war nämlich schon die erste Empfehlung. Die soll nämlich sehr schön sein von innen. Leider ist sie heute zu, aber ich habe schon einen kleinen Blick rein erhaschen können. Richtig schön, die haben einfach eine Mensa mit Blick aufs Wasser. Sehr, sehr schön. Also falls ihr mal da seid, würdest du das für einen Touri-Trip empfehlen? Davon einfach rein. Architektonisch ist es echt toll. Ja. Normalerweise ist es auch Ah, stimmt, das hast du ja auch gesagt. Also normalerweise ist da ein Konzertsaal drin und architektonisch ist es sehr schön. Das sieht man schon, wenn man nur von der Tür reinguckt. Und auch diese schwebenden Büros, die so aussehen wie so Lego-Klötze. Ja. Also vielleicht habt ihr ja mal mehr Glück, wenn ihr hier seid. Dann kann ich jetzt schon empfehlen, hier mal reingeht. Und jetzt machen wir uns auf den Weg irgendwo in die Stadt oder so. Wir haben noch gar keinen Plan. Mal gucken. Über die Klappbrücke. Über die Klappbrücke? Ja. Hier kann man ein bisschen in die Bib reinschauen. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr würdet hier sitzen und lernen und diesen Ausblick dabei haben. Wie schön. Und Lea schaut gerade, ob wir noch Tickets kriegen, weil das hier ist nämlich ein Hotel und da oben ist eine Aussichtsplattform und da kann man kostenlos hoch. Da oben sind ja hier diese Büros. Warte, ich lass dich mal erklären. Ja. Ah, man sieht sie tatsächlich. Ja. Und da ist dann da so ein Steg, wo man rüberlaufen muss. Aha. Der ist an den Seiten verglast. Ich bin da einmal rübergegangen und habe dann auf dem Rückweg leider meine Höhenangst gemerkt. Oh, auf dem Hinweg nicht, weil ich unbedingt da rein wollte. Nein. Und dann auf dem Rückweg war es so, oh scheiße, du hast ja Höhenangst. Also, wir sind gerade bei der Mensa. Hier und da. Stellt euch mal vor, ihr sitzt da und habt dann halt hier direkt den Ausblick aufs Meer. Also generell, Mensa mit Blick aufs Meer ist schon sehr cool. Mal gucken, ob wir was Mensa hat. Ja, also da kann man auch gut sitzen. Hey, da, den Baum, von dem hast du mir erzählt. Sind das echte Bäume? Ja, das sind echte Bäume. Das ist ja so verrückt. Ich glaube, das ist die schönste Uni, die ich je gesehen habe. Mhm. Also, Hut ab. So, Brücke ist oben. Und die ganzen Schiffe kommen hier schon angefahren, um da durchzufahren. Wie heißt die Brücke nochmal? Kong irgendwas von irgendeinem König. Kongens Bro. Keine Ahnung, ob man es hört, aber wahrscheinlich aus den Löchern. Jetzt hört man es. Hier kommt Vogelgezwitscher raus. Gehen, damit die Vögel nicht gegen die Glaswände hier fliegen. Das habe ich noch nie gesehen. Richtig modern. We got time on our side. We're in a state of hope. Every time you're away,
Ich hoffe, mich versteht man. Wir stehen nämlich gerade am Meer und im Hintergrund seht ihr das Schloss. Hat es eigentlich einen Namen? Sonneborg Castle, Sonneborg Schloss. Sonneborg Schloss. Mhm. Sehr schön, da laufen wir jetzt gerade einmal drumrum und genießen hier ein bisschen die Sonne und die Meeresluft. Da ist ja ein Museum drin, ne? Die haben unten eine Ausstellung, wo du das Schloss im Wandel der Zeit siehst von, ich weiß gar nicht, 1400, 1500. Ja. Und dann so kleine Modelle, cool. Welche Türme dann wann dazu gebaut wurden, cool. Abgerissen wurden und so. Ja. Das fand ich sehr interessant. Das glaube ich. Und was ich mega interessant fand, dieses Schloss sollte ursprünglich ein Herzogssitz werden. Das war aber nicht schick genug. Und es war deswegen immer nur ein Verwaltungsschloss quasi. Also früher ja eine Festung, eine Burg zur Verteidigung, aber danach quasi dann ein Verwaltungsschloss. Und die Herzöge und so sind tatsächlich in Augustenburg gewesen, in dem Schloss. Ah, okay. Das war das schicke das ist schöner Schloss quasi. Also. Ja, ja, das ist so sehr barock vom Stil her. Okay. Aber, also die Umgebung hier ist super schön. Aber ich finde das Schloss jetzt auch... Es ist halt eher eine Burg als ein Schloss. Ja, ja, ja. Also es ist jetzt so ein bisschen gefährliches Halbwissen, aber das ist so eine Art Seniorenwohn. Okay, mit Blick aufs Meer. Das ist so krass, das Teil. Geil. Guck mal, da ist sogar so ein Brunnen. Ja. Da. Schön. So, jetzt sind wir hier am Strand, nehme ich an. Genau, der schwarze Strand. Der schwarze Strand. Stelle ich mir sehr schön vor hier im Sommer. Wir haben uns jetzt gerade ein Eis geholt bei... Hat es einen Namen? Strand und Eishus. Genau, also bei dem Eishaus am Strand. Soft-Eis mit salzigen Lakritzstreuseln. Mussten wir jetzt unbedingt ausprobieren, du kennst schon. Aber für mich ist neu. Und das genießen wir jetzt, während wir hier lang schlendern. Jetzt Kamera einmal. Danke fürs Filmen. Wir sind jetzt einmal ums Schloss gelaufen und jetzt schlendern wir so ein bisschen in Richtung Innenstadt. Und ich bin gespannt, es sind schon sehr viele süße Häuschen hier. Wir stehen vor einem Brettspielcafé. Ja, das ist super cool. Da kannst du dir halt, ich glaube, du zahlst pro Spielrunde ein Spiel quasi ausleihen und spielen. Mhm. Die machen einmal im Monat Bingo-Abend. Geil. Die hatten jetzt zum CSD sogar einen Drag-Bingo-Abend. Geil, das gibt es in Kopenhagen aber auch. Das finde ich sehr cool. Und sie haben, so kurz nachdem wir hergezogen sind, auch so einen Nerd-Flohmarkt gehabt, wo du dann Spiele von irgendwelchen Leuten kaufen konntest und so. Richtig cool. Ganz toller Laden, super nette Leute. Machen wöchentlich, glaube ich, sogar diese Miniaturfiguren anmalen. Ach cool. Ja. Okay. Und das gibt es dann so für Kinder und für Erwachsene und was weiß ich. Das ist richtig cool. So, Statue ist ja auch im Start, ohne Wasser. Hier übrigens noch, kennst du das, wenn die Dänen ihren Schulabschluss machen? Ja, und dann das ist so toll. Ja, die Brunnen, hüpfen hier in den Brunnen und so. Also hier ist ein ganz großes Treffen. Die fahren hier auch mit so Wagen. Ich weiß nicht, ob sie das in Kopenhagen machen. Ja. Dass sie quasi so einen Planwagen haben, wo sie dann alle draufstehen und dann fahren sie bei jedem Schüler, Schülerin vorbei. Zur Familie, trinken da was und so und fahren dann zum nächsten und machen Party und dann fahren sie halt hier zu der Statue. Wobei ich glaube, die machen erst das mit der Statue und dem Wasser und am nächsten Tag fangen sie dann morgens an, die Familien abzufahren. Also das kannst du auch nur in dem Alter machen, glaube ich. Mhm. Partywoche. Ja, das ist schon krass. Kennst du das mit den Hüten? Nee. Die kriegen ja diese Hüte, die Matrosen nutzen, die sie 3 Wochen oder 4 Wochen nicht abziehen dürfen. Es gibt Geheimsymbole in den Hüten. Es gibt zum Beispiel einen Propeller. Ja. Das ist, wenn du gespuckt hast vom Alkohol. Es gibt aber auch zum Beispiel ein geheimes Zeichen, so wenn du
mit, was weiß ich, jemand älteren Sex hattest oder so. Da gibt es halt dann für alles so kleine geheime Abzeichen, die sie sich in das Hutband reinmachen. Das ist total das cool. Das ist ja witzig. Also ich hätte super gerne hier Schulabschluss gemacht, weil das ist ja in Deutschland nicht mal ansatzweise so. Cool. In Flensburg gibt es halt einige dänische Schulen. Auch zwei, glaube ich, dänische Gymnasien. Ja. Und die machen das auch. Ja. Haben mir auch viele von euch geschrieben, dass sie das kennen. Also, dass sie in Norddeutschland aufgewachsen sind und das kennen dann auch mit dem in Springbrunnen da. Ja. Wir haben uns jetzt eine Weile draußen ans Wasser gesetzt, gegenüber von der Uni. Und jetzt haben wir den Termin für die Aussichtsplattform. Da fahren wir jetzt hoch. Ganz hinten sieht man eine Mühle. Ja. Und quasi links von der Mühle jetzt, diese ganzen Felder, das sind die Düppler Schanzen. Und da wurde damals die wichtigste Schlacht im Deutsch-Dänischen Krieg ausgefochten. Jetzt sieht man gerade voll gut, dass die Brücke hier hochgeht und die ganzen Segelboote hier schon überall stehen und darauf warten, dass sie gleich durchfahren können. Ich weiß gar nicht, wann ich mich zuletzt gemeldet hatte, aber wir waren in der Zwischenzeit auf jeden Fall ins Mörbrö essen, das erste in meinem Leben. Und jetzt sind wir gerade so langsam wieder auf dem Weg zum Bahnhof und stehen gerade in einer sehr hügeligen Straße. Und Lea meinte gerade, dass hier irgendwo auch so ein kleines Airbnb, also so ein Häuschen als Airbnb wohl vermietet wird. Also falls ihr da mal nachschauen wollt, vielleicht findet ihr das ja. Wir sind jetzt eine Straße schräg weiter sozusagen und hier ist das Airbnb. Also so sieht das aus, inmitten einer sehr, sehr niedlichen Straße. Wir haben gerade gesehen, dass das gelbe Haus zu verkaufen ist und sind direkt am Schauen, was es so kann. Ja. Wie viel Millionen? 4 Millionen, das sind ungefähr 500.000 Euro. Ne? Oh, guck mal, wie geil, wenn du da auf dem Balkon sitzt. Also man sieht ihn ja auch in echt hier gerade. Das ist ja direkt auch in der Innenstadt quasi, ne? Das ist geil. Aber auch nicht so geil. Ich meine, wir können sie gerade beim Kochen beobachten, haben wir gerade schon gesagt. 65 Quadratmeter. 2 Toiletten, 5 Zimmer. Baujahr 1880. 3 Etagen. Energiemarke C. Das ist nicht schlecht für so ein altes Haus. Also oft D oder E. Und man hat Möwen. Ja. Aber wenn du da auf dem Balkon sitzt... Da runter guckst, bist du ja wieder am Hafen. Ah, die haben sogar... Ah, ja. Also es kann sein, dass sie vom Balkon aufs Wasser gucken. Geil. Ich kauf's mir. Was ist... Die Tür. Oh, wie schön. Ist das jetzt auch gerade bei ihr so eingerichtet? Gott. Ja. Guck dir mal diese Flügeltüren an. Und die Treppe. Schön. Zeig nochmal das Wohnzimmer. Sieht man da die Bücherwand? Hier. Sieht man die auch mal richtig? Die sieht in echt so... Oh, schön. Hier. Also... Da ich denke, warte mal, wir gucken hier rauf gerade, das muss die Front sein. Ja. Ja. Wahrscheinlich. Ist nicht zu 100% meine Einrichtung, muss ich mal sagen. Mhm. Ist ein bisschen modern, die Küche. Mhm. Naja, also ich würde gerne in die Wohnung reinzoomen, aber ich... Hier, ja, diese... Ja. Balken. Ja. Ich frage mich, wo die hinziehen jetzt. Was wollt ihr denn noch? Und hier direkt haben die Meeresblick. Schön, die sie da über dem Tisch hängen hat. Warte, sehe ich grad. Ach ja, die Dänen haben so krass drauf, was Einrichtungen. Die sehen alle, die wohnen alle in so krass. Ich habe schon gesagt, das habe ich mal in der Podcast-Folge erzählt. Ich komme mir manchmal vor wie so ein Creep, wenn ich abends durch Kopenhagen laufe und es ist halt schon dunkel. Und die haben halt die Lichter an und die haben hier alle keine Vorhänge.
Ja. So typisch dänisch, keine Ahnung. Und dann stehe ich immer da wie so ein Creep und schaue von draußen rein und habe immer noch Kapuze. Ich habe jetzt eine schwarze Winterjacke und eine Kapuze immer auf. Das heißt, ich stehe da richtig wie so ein Stalker. Ja. Und am liebsten würde ich mein Handy nehmen und alles abfotografieren. So als oh ja. Es gehört Tor zu Odense, Københavns Hovedbanegård und Københavns Lufthavn. Om et øjeblik kommer jeg igennem toget, så vi lige tager os kort eller billet klar til fremvisning. Es ist jetzt gleich 10. Bisschen später als gedacht, aber wir haben kurz vorm Hauptbahnhof sind wir noch mal stehen geblieben und habe ich den Zug verpasst, den ich eigentlich nehmen wollte, um hierher zu kommen. Und dann habe ich auch noch die Metro verpasst, wie das immer so ist. Es war auch so unfassbar kalt im Zug. Ich habe so gefroren die ganze Zeit. Ich habe alles an, was ich dabei hatte. T-Shirt, Jacke. Dann hatte ich noch meine Regenjacke an. Ja, aber jetzt bin ich zu Hause, werde jetzt auch direkt ins Bett fallen. Und hoffe, euch haben die Eindrücke von Cinderborg gefallen. Ich fand es sehr, sehr schön und vor allem auch richtig cool, dass Lea mir ein bisschen die Stadt zeigen konnte und mir vieles zu den einzelnen Sachen auch erzählen konnte. Also quasi so eine private Stadtführung. War richtig schön, hat mir sehr gut gefallen. Allerdings muss ich sagen, nicht so gut, also es hat mich jetzt nicht so umgehauen, wie ich das dachte von Cinderborg. Und wenn ich jetzt, also mich hat es an vielen Stellen sehr an Flensburg erinnert. Und ich muss sagen, dass ich Flensburg, wenn ich es jetzt vergleichen wollen würde, würde Flensburg bei mir gewinnen. Hatte irgendwie, fand ich das noch schöner. Aber ja, trotzdem auf jeden Fall ein Besuch wert. Es ist eine richtig schöne, süße, kleine dänische Stadt. Und genau, war ein richtig schöner Tag. Ich bin jetzt aber auch platt. So, ich nehme jetzt die Kappe ab, unter der ich mich die letzten 2 Stunden versteckt habe. Ich habe das so Kappe aufgezogen und dann so an die Wand da im Zug angelehnt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr auch schon mal dort wart oder gerne mal hin möchtet. Und ja, dann sehen wir uns, wenn ihr möchtet, beim nächsten Video wieder. Hi, hi!